Ja, moin, willkommen zurück. Jetzt habe ich hier auf automatisch Stopp gemacht. Ich glaube, die Folge war letztens zu lang gewesen. Aber naja, habt ihr mal was zu gucken? Und ich muss lange rendern. Aber naja, man kann nicht alles haben, ne? Ja, wir fahren hier weiterhin zu dem Renntuner, wo ich die letzte Mission erfüllen kann und den teuersten Wagen fahren kann in Probefahrt. Und ich habe heute gerade über meinen Lieblingswagen erzählt, der mir gerade nicht eingefallen ist. Und hier ist gerade eine Radarstation. Natürlich oben auf dem Berg. Gehe ich mal stark von aus. Das heißt, ich muss umstellen. Einmal nicht SE, sondern Rallye. Der einzige Rallye-Wagen, den ich zurzeit habe. Da kommen noch mehr dazu. Dass ich auf den Berg hochkomme. Mit anderen Wagen würde ich es nicht schaffen. Ja, mein Lieblingswagen ist hier die Cobra. Und den würde ich lieber haben hier als diese andere Corvette da. Von Shelby Cobra. Auch geile Form und schön auch Power. Aber war nicht dabei. Oh, mein Lenkrad ruckelt hier wieder so doll. Hört ihr ja? Und Radarstation gefunden. Radarstation gefunden. Ja, 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 ja. Und das ist die Umgebung hier, die immer angezeigt wird, wenn man eine Radarstation findet. Sehr viele Windparks, da sind einige Missionen hier. Aber wir fahren mal weiter hier. Datenstation gefunden. Nun komm raus da. Wir weiterfahren. Laut, 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 laut. Ja, drei Datenstationen gefunden. Jetzt muss ich hier wieder runterkommen irgendwie vom Berg. Wo war jetzt meine Straße? Hinterm Hügel hier. Da fahre ich wahrscheinlich auf On-Road. Da fahre ich mal auf die Straße hier erstmal. Falsche Richtung. Natürlich die falsche Straße erwischt. Aber ich will wieder in einem Wagen fahren. Ich finde, ich dauernd hier über Bergteil fahren. Da vibriert das Lenkrad nämlich so. Und ihr hört dann natürlich diese Störgeräusche. GE, ST, Street-Version. Nehmen wir den Mercedes. Oder wo ist er? Habe ich den hier drin? Nee, ne? Kein Mercedes? Gibt es den nicht als Straßenversion? Gelände, Nissan, Ford, Focus. Ah, gibt es natürlich nicht. Die gibt es nur als hier Performance-Wagen. Schade. Das heißt, wir nehmen. Ich habe so viele Autos hier. Nehmen wir den mal hier, diesen Fastback. Jetzt bin ich hier oben wieder. Was ist das denn? Falsche Richtung. Muss ich über den Berg fahren? Wieder hier oder was hier? Bin doch jetzt runtergekommen da, Mensch. Ah, toll. Kannst du mal entscheiden, Kollege? Und gleich wieder über die wunderschöne Gegend hier fahren. Bäume. Rutsching. Und Paradise. Sag bloß, hier ist... Nein, hier ist ein Krater. Aua. Mein schönes Auto. Nun komm da hoch. Ach du Schande. Wie soll ich da hochkommen mit meinem Kleinwagen hier? Aua. Dummer Stein. Komm, das schaffst du. Vorsicht, Schiene. So, und die nächste Kurve. Rutsching, rutsching, rutsching. Ja, mit Level 40 schaltet man hier die Rennausstatter-Version frei. Habe ich ja gerade erreicht. Ich war gerade 39, jetzt bin ich 40. Mann, bin ich alt. 40 Jahre, 40 Level. Und 40 Jahre. Ja, und weiter geht's. Rechts rum in der Wüste Palm Springs sind wir gerade. South Coast. Ah, da rutscht aber mein Heck hier. Das ist ungetuned, ne? Mit 210. Ungetuned, wie gesagt. Da muss ich ein paar Missionen machen, damit er ein bisschen höher kommt. Ein Schwächling hier. Den fahre ich ganz selten anscheinend. Aber ich wollte ihn mal wieder fahren. Ah! Komm mit Kobi! So. Noch 15 Kilometer. Die kurvige Strecke ausgesucht hier. Ah, ich brauche echt mal hier bessere Ausrüstung für den Wagen. Ja, und Tronix kommt nicht wieder. Er traut sich nicht.
Können wir auf Handy gucken? Klettermigis, Liebe. Nee, hat er nicht. Doch, hat er. Aua. Man sollte nicht gleich so aufs Handy gucken. Ich möchte jetzt auch nicht die Tonsequenz abspielen unbedingt. Dann hört ihr das ja. Aber ich fahre noch zum Renntuner und dann gucke ich mir anders. Noch 13 Kilometer. Seitenlage. Ups, war knapp. Fast weggerannt. Und die nächste Kurve. Und dann kommt noch die Kurve. Ich habe Spaß hierbei. Es macht Spaß, das Spiel. Das Heizen durch die Gegend und tun, was man will, quasi. Bis auf rumlaufen, bis auf rumschießen. Geht leider nicht hier. Autos abschießen. Ah ja, mit Autos, ne? Weg da! Schwitz. So, die letzten Meter. 11 Kilometer. Immer die Standardtupen hier. Es ist irgendwie langweilig. Hätte ein bisschen Abwechslung machen können. Aber wahrscheinlich klingen alle Autos gleich mit der Hupe. Eigentlich nicht, aber. Manche haben ja besondere Hupen drin, ne? Moin Moin! Bring dir Dank. Ah, jetzt bin ich wieder im Spiel. Ah! Ja, weg ab, das ist das Problem, wenn man im Spiel ist. So, gleich sind wir hier, noch 8 Kilometer Fahrzeit. Ich nehme gerade auf. Und ohne dich. Böser Junge, ne? So, gleich wieder ein Rennausstatter. Weg da, du Auto. Dann mache ich hier mal eine kleine Break, wenn ich da bin. Und dann gucke ich mal, was er mir geschrieben hat mit Wake Up. So, Stadt der Engel. Beobachte Los Angeles bei Nacht. Okay, habe ich gemacht. Ja, viel Verkehr hier nachts unterwegs in Los Angeles. Die Stadt der Engel. Eck da! Mit 256 km/h hier unterwegs. Ausgestattet 210. Also noch gar nichts gemacht an dem Wagen. Und ein paar Autos weggerammt. Ich weiß nicht. Für Selbstgespräche, ich weiß. Dim. Ah, dumme Ampel, weg da. Nein! Nein! Was für ein Crash. Das werdet ihr demnächst sehen auf meinem YouTube-Kanal. Ja, ihr seht es ja schon. Ich habe es schon vorher aufgenommen, vor ein paar Monaten. So. Noch 3 Kilometer. Dann gehen wir kurz in meinen Laden rein, schauen uns da ein bisschen um und dann ist Aufnahme stopp. Autsch! Dummes Auto, weg da. Uns ist ein Bahnhof, da will ich aber nicht hin. Gibt es auch noch einen Erfolg. Wenn man eine bestimmte Länge eines Transitunternehmens oder Flughafens nimmt, dann kriegt man einen Erfolg, habe ich gesehen. Oder was freigeschaltet. Und wenn man mehrere davon hat, dann kriegt man ein Kennzeichen kostenlos und ein bisschen mehr Buckets. Also ein bisschen mehr Geld. Da will ich nicht durchfahren, ich will kein Slalom fahren jetzt. Noch 1,4 Kilometer, Leute.
Da vorne ist hier so ein Zeichen, wo man hier Erkundung machen kann. Und kriegen wir auch wieder ein paar Buckets dazu. Und da sehe ich einen Renntuner. Ems. Zu viele Autos hier. Weg da! Ja, hupen kann man hier auch. Dummer LKW. Und die vorletzte Kurve hoffentlich. Polizeiüberwachung, nichts rammen jetzt. Brems! Weg da! Nein! Gerammt! Schnell weg hier! Verstecken! Ups! Das sah aus! Liegt wohl an meiner Grafikkarte, dass ein bisschen so gesprungen ist der Wagen. Oh, sieht cool aus hier drin aus. So ein großer Lüfter, da bin ich durchgefahren. Mann, bin ich wahnsinnig. Ja, für dieses Fahrzeug gibt es keine Rennausstattung, ich weiß. Was gibt es eigentlich für den Wagen? So die Straßenversion gar nichts. Mann, oh, was für ein schöner Wagen ist das denn? So, jetzt wollen wir natürlich hier den ausstatten. Kaufen. Angebot 13, ja, okay. Dim, dim, dim. Von Zoe bezahlt, sehr gut. Ja, möchte ich den Starter-Kit. Erfolg freigeschaltet, Sonderausstattung. Und schon habe ich die Rennversion für den Wagen auch hier. Ja, möchte ich. Und dann mache ich eine Pause mit Aufnahme. Und da gucken, was mein Kollege will oder wollte. So, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch was. Fraktion, die Bears sind jetzt verfügbar. Du kennst das Spiel. Wähle eine neue Fraktion oder bleib bei der alten. Ich bleib bei der alten erstmal. Bei den Wolfes. Und ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao.